Ja, hallo Freunde. Das ist ein Video, sag ich mal, ja, aus meinem Haus. Ich sage immer Gefängnis, weil alle meine Fenster und Türen sind natürlich mit Stahl vergittert. Deswegen auch immer, ja, sage ich auch immer Gefängnis. Ich war heute einmal kurz in der Stadt gewesen und ja, bin in die Straßenkämpfe gekommen. Ich habe schon einige Fenster zugezogen heute. Also das ist mein Wohnzimmer und hier mein Arbeitsplatz. Nachdem jetzt die Straßenkämpfe waren und die Straßenbarrikaden gebrannt haben, die Regierungsbehörden angegriffen wurden und die ersten Schüsse fielen, habe ich mich in mein Haus zurückgezogen. Es ist ja jetzt schon vor knapp einer Stunde ein 8-jähriger Junge mit Namen Ibrahim bei den Straßenkämpfen und Gefechten erschossen worden. Und ein anderer Mann auch noch, also von dem weiß ich den Namen noch nicht, ich habe es auf meinem Profil gepostet. Aber ihr hört die Gewehrsalven und Schüsse dröhnen hier durch mein Haus. Ja, das ist das, wo ich hier hinschaue, aus einem der Fenster. Aber ich kann mal mit euch auch noch mal nach oben gehen. Ja, wir haben hier so ungefähr 38, 40 Grad. Hier liegt meine kleine Daisy. Einige von euch kennen sie ja. Baby. Knutschkugel, Knutschkugel. Ich sage immer Knutschkugel zu ihr. Hier geht's hoch zu meiner Dachterrasse. Das ist jetzt hier oben meine Dachterrasse. Ich bin ja hier mitten im Altstadtviertel, umrankt von den Hochhäusern, Wohnsilos, die in den 50er, 60er Jahren oder 70er Jahren gebaut wurden. Und dafür alte Häuser wie meins abgerissen wurden. Die stehen natürlich in erster Reihe oder erster Linie zur Corniche, also zur Strandpromenade. Also wenn man jetzt hier durchguckt, da seht ihr den Strand. Und ich bin eben halt mitten im Altstadtviertel. Vor uns die riesen Hochhäuser, die an der Corniche gebaut wurden, und die kleinen Altstadthäuser in der zweiten Reihe jetzt. Ja, also ich gehe heute nicht mehr. Ihr hört es vielleicht, also die Schüsse kommen aus der Richtung, das ist vorne, wo das Regierungsviertel ist, wo ich vorhin oder ja, vor knapp 2 Stunden gewesen bin. Ihr habt vielleicht die Fotos gesehen. Also ich werde heute bei den Gefechten nicht mal auf die Straße gehen. Wie gesagt, zwei sind heute schon gestorben. Ein Mann und der 8-jährige Ibrahim. Ja, und wenn ihr immer sagt, Marco, sieh zu, dass du da auch wegkommst. Ich kann hier nicht weg. Tripoli ist abgeriegelt, geschlossen. Die Halbinsel, auf der ich hier lebe, Mina, der Stadtteil, sowieso, um von der Insel zu kommen, kann ich eh nur mit Freunden, die beim Militär sind. Aber ansonsten ist ja, Tripoli geschlossen, gesperrt, die Straßen sind gesperrt. Heute Nacht hat Israel uns bombardiert. Mit der Begründung natürlich wieder mal
Hisbollah-Station zu bombardieren, aber in dem Stadtteil ist überhaupt nicht mal eine Garnison oder ein Standpunkt der Hisbollah gewesen. Das war, ja. Und die Menschen hier sind sowas von aufgebracht. Es gibt kein Gas, kein Strom, keine Lebensmittel. Und das, was es gibt, sag ich mal, ist schweineteuer geworden. Durch die Caesar Laws, die alles in Syrien und im Libanon blockieren, ist es unmöglich geworden, überhaupt noch überleben zu können. Und das ist, ja, für uns alle hier eine Riesenkatastrophe. Zumal, ihr hört, die Gefechte hören überhaupt nicht auf. Sie schießen die ganze Zeit. Wer gegen wen? Ich meine, ich kann es nicht mal sagen, aber ich traue mich nicht mehr, jetzt runterzugehen auf die Straße. Ich meine, es wird auf alles geschossen, was sich auf der Straße bewegt. Von wem auch immer. Ich kann es momentan jetzt hier von hier aus nicht mal beurteilen. Und bitte seid nicht böse, ich kann nicht auf die Straße gehen und jetzt die Leute befragen, wer schießt auf wen. Ich versuche einfach nur zu überleben und ja, dass ich hier irgendwie heil aus der Sache irgendwann rauskomme. Nur, wie gesagt, momentan ist alles geschlossen. Die Grenzen nach Syrien sind geschlossen, die Grenzen nach Palästina sind ja eh seit 48, seit der völkerrechtswidrigen Gründung eines Fake States Israels geschlossen, noch nie offen gewesen. Und einen anderen Weg als nach Syrien gibt es momentan nicht. Der Flughafen Beirut ist geschlossen. Hier die Traffic, also die Autobahn von Tripoli nach Beirut in den Süden ist geschlossen. Die Straßen sind geschlossen. Es herrscht Anarchie und Chaos auf den Straßen. Wir haben hier schon mehrere Berichte aus unserem ja, hier aus unseren Medien, wo selbst bewaffnete Bandengruppen Autos auf den Straßen angehalten haben und die Autofahrer aus den Autos rausgezogen haben, sie erschossen haben, nur wegen des Geldes. Und die Regierung ist so eine Scheißregierung. Ich meine, der offizielle Kurs, den wir haben. Hört ihr das? Gut, bei meinen Nachbarn hier, die haben Vögel im Garten. Aber ich meine, dieses liebliche Vogelgezwitscher und dazu die Gewehrsalven, Schusssalven. Aber gut, nochmal zurück zu dieser Regierung. Der offizielle Umrechnungskurs wäre jetzt $100 zu 1,1 Millionen libanesischen Pfund. Und was hat die Regierung gemacht? Die Regierung will der Inflation entgegenwirken. Und was haben sie gemacht? Sie haben ein Gesetz erlassen und sämtlichen Banken und Finanzdienstleistern, wie zum Beispiel Western Union und so weiter, verboten, dass, wenn jeder hier hat Verwandte irgendwo im Ausland, Freunde, Verwandte, die hier Geld herschicken und vermerken, Auszahlungskurs in Dollar. Die Regierung hat es verboten, allen Finanzdienstleistern Fremdwährungen wie Dollar zum Beispiel auszuzahlen, sondern nur noch libanesische Pfund und hat dazu auch noch ganz frecherweise einen Umrechnungskurs festgelegt. Der offizielle Umrechnungskurs wäre $100, 1,1 Millionen libanesische Pfund. Die Regierung hat aber festgelegt, 100 Millionen, 100 Dollar sind mit 380.000 libanesischen Pfund gleichzusetzen. Das ist ein Witz. Die Regierung beklaut und bestiehlt uns hier mit dem Geld. Und das ist so, was die Menschen eben halt auf die Straße bringt und wogegen die Menschen demonstrieren. Die Preise sind um das Elffache, teilweise 15-fache gestiegen, aber die Regierung schreibt einfach einen Kurs willkürlich fest und beklaut die Menschen, beklaut uns hier mit dem Geld, welches vom Ausland hierher geschickt wird zu den Menschen. Und dasselbe gilt für Syrien. Für Syrien möchte ich nochmal dazu sagen, und falls ihr euch jetzt wieder wundert, es gibt eine Flüchtlingswelle. Ja, es gibt eine riesige Flüchtlingswelle. Libanesen wie Syrer verlassen aufgrund dieser Caesar Laws massenhaft Libanon und Syrien, weil sie keine Überlebenschance mehr haben. Das ist
Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. In den letzten 2 Wochen. Hört ihr es? In den letzten 2 Wochen haben jetzt von mir insgesamt 6 Freunde den Libanon verlassen. Nach Irak, nach Bagdad, nach Erbil, nach Amman, Marrakesch. Also nicht nach Europa, sondern hier in arabische Länder für NGOs zu arbeiten, also Nichtregierungsorganisationen, UN und so weiter und so fort. Aber ich habe einen Freund in der Immigrationsbehörde und der hat mir gesagt, dass in den letzten 2 Monaten über 70.000 Ausreisedokumente aus dem Libanon erstellt wurden oder vergeben wurden, die Richtung Europa den Libanon verlassen haben. Auch aus Syrien, meine Freunde erzählen mir dasselbe. Mein bester Freund Jihad, mein syrischer Ziehvater, bei dem ich auch gelebt habe in Syrien und seiner Familie, von dem ich mein Haus hatte und wo auch immer noch meine Sachen sind, der ist jetzt wieder zurückgegangen nach Deutschland. Er hat einen deutsch-syrischen Pass, also doppelte Staatsbürgerschaft, und ist jetzt nach Deutschland gegangen. Und ich habe ihn über eine sehr gute Freundin versucht, ihm einen Job in Hamburg zu besorgen, damit er in Hamburg arbeiten kann und Geld zu seiner Familie nach Syrien schicken kann, damit sie überleben können. Also gut, okay. Ich werde mich mal jetzt langsam von meiner Dachterrasse hier zurückziehen, weil ganz geheuer ist mir das hier jetzt nicht. Und gehe jetzt wieder runter in mein kleines Gefängnis. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, habt jetzt einen kleinen Eindruck bekommen, wie meine Lebensumstände jetzt hier momentan sind. Ganz liebe Grüße von mir hier aus Tripoli. Euer Marco. Ciao.